Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Partie spielt und zwar Civilization 6 mit dem Add-on Rise and Fall. Kurzer Hinweis, wenn mir das gerade so einfällt und ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand hier Kommentare drunter schreibt, aber es ist weit im Voraus aufgenommen. Wir haben jetzt Weihnachten und je nachdem, wie ich meinen Kanal im Januar wieder starte, wird das irgendwann im Januar erscheinen. Also tut mir leid, ich werde eure Kommentare, die einzelnen, die vielleicht auftauchen werden, sicherlich lesen und auch in zukünftige Let's Plays sicherlich einbauen können. Ob das hier noch greift, wage ich fast so ein bisschen zu bezweifeln. Und ich wollte eine Sache eben ausprobieren. Und zwar würde ich gerne nachfragen, ob sie eine Militärallianz eingehen würde. Sieht nicht so aus. Ich kann viel Geld dafür bezahlen. Ich meine, ist auch nachvollziehbar, um das vielleicht einmal zu zeigen. Ich habe mir die Rangliste angeguckt. Wir sind weit hinter denen zurück. Aber wir können noch, obwohl ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, Freundschaft mit China zu verkünden. Und gehen in die nächste Runde. Es gibt so viel zu tun in diesem Spiel jetzt gerade. Eins, zwei, drei. Nee, selbst dann kommen wir nicht. Nicht wirklich, weil ich habe gedacht, vielleicht dieses Eisenvorkommen hier noch, aber momentan sehe ich keine Notwendigkeit, groß zu expandieren. Hier sind wir fertig geworden. Haben das Handelszentrum hier abgeschlossen. Jetzt gucke ich einmal kurz nach dem Hafen. Plus 2 kriegt er durch die Meeresressourcen, genau. Und wird da auch nochmal stärken. Dauert aber 14 Runden. Habe ich die Handwerkerkarte jetzt eigentlich hier schon drin? Ja, dann würde ich jetzt gerne. Wir könnten ihn uns auch kaufen. Jetzt müsste ich mal kurz gucken. Was müssen wir denn hier mit dem überhaupt machen? Sinn macht es erst ab dem Sägewerk. Das werden wir noch nicht so schnell machen. Hier oben macht es theoretisch auch nur Sinn. Ja, hier hinten ist er notwendig. Aber da können wir ihn lieber hierhin, hier kaufen. Ja, macht dann auch mehr Sinn. Gut, bleiben wir dann hier bei der Frage, was wird hier produziert? Können dafür sorgen, dass wir große Schriftsteller schneller bekommen. Den Hafen oder vielleicht eben, obwohl ich würde gerne die Handelseffizienz deutlich stärken. Ach so, Mist. Ja. Hier kaufen wir jetzt gleich aber den Händler. Das ist ganz gut, der kriegt dann nämlich noch eine zusätzlich, also müssten wir eigentlich bei 6 sein. Kinshasa ist 10er geworden. Ach, und die erste Marineeinheit ist auch fertig geworden. 5 Zeitalterpunkte in dieser einen Runde. Bevor wir es vergessen, einmal Geld ausgeben für den Handwerker. Dann können wir uns eine weitere große Persönlichkeit holen, einen Händler. Ach. 1000 Glauben und wir können uns aber ein weiteres Luxusgut besorgen. Das ist vielleicht noch interessant. Die Frage ist, können wir uns damit auch was holen, was wir gar nicht haben? Können wir damit hier auf so ein Wasserschildkrötenfeld? Wir probieren es einfach mal aus. Merkantilismus.
Aufklärung, meine Güte. Wir haben für die eine Quest abgeschlossen und noch einmal ein Zeitalterpunkt. Ach Mist, das wollte ich eigentlich nicht. Hier oben ist noch eine kleine Insel. Ja, können wir. Was haben wir denn hier? Wissen wir das? Ja, aber ich meine, warum sollen wir irgendwie was nehmen, was wir nur verkaufen können? Wenn wir auch hier hin können. Und dann holen wir uns die Wasserschildkröten. Gibt es irgendwas, was die Quadreme... Ich glaube, das war hier. Nee, das war hier. Baut zwei Häfen. Damit müssen wir, glaube ich, einfach jemanden besiegen. Dann hätte das was gebracht. Ja. Dauert 5 Runden. Unterhaltungsbezirk brauche ich, glaube ich, noch nicht. Stadtmauern brauchen wir auch nicht mehr. Das wird sich erledigt haben. Theoretisch können wir hier natürlich auch mit dem anfangen, mit dem wir anfangen wollen. Oder wir setzen auch hier den Weg. Wir fangen hier mit dem Leuchtturm an. Normale Leute glauben, dass man Dinge nur reparieren muss, wenn sie kaputt sind. Ingenieure glauben, dass wenn etwas nicht kaputt ist, es noch nicht genug Funktionen hat. So, und die Überlegung war ja dann Richtung Maschinen zu gehen. Wir gucken uns mal um, aber ich glaube, das ist nur echt nur so eine Mini-Insel. Da irgendwas wirklich hinzubauen, ist, glaube ich, schon ziemlich strange. Wo gehört dieses Stadtfeld denn zu? Ja, gehört dazu. Ich glaube, wir haben noch nicht einen einzigen Campus gebaut, ne? Ja, hier sind viele kleine Mini-Inseln. Chinesischer Siedler. Die Skythen sind jetzt eine Monarchie. Vielleicht sollte ich doch nochmal drüber nachdenken, mit denen Verteidigungsbündnis einzugehen. Wobei eigentlich mögen die ja keinen Verrat. Und wir sind lange Zeit befreundet gewesen. Das war jetzt absoluter Humbug. So, den haben wir hier.
1, 2, 3, nee. Auch da kommen wir nicht bis zu den Wasserschildkröten. Er hat noch 4. Meine Güte. Ich überlege, ob wir trotzdem hier einmal einen Bauernhof hinsetzen. Ich glaube, wir machen das einfach mal. Jetzt haben wir... Oh, wir kriegen sogar Glauben pro Runde dazu. Durch den Kongo. Kann man hier irgendwo sehen, wodurch? Und ich würde mal gerne gucken, können wir irgendwas mit Glauben kaufen? Tatsächlich. Wir können sogar einen Handwerker kaufen. 140. Eine kulturelle Stadt, das ist nicht uninteressant. Aber wir haben alle Gesandten jetzt schon abgegeben. Halten für die höchste aktive Allianzstufe plus 50% Bonus. Hier geht es nicht weiter. Oder? Doch, hier kann man rüber. Die hätten gerne einen Handelsweg. Es gibt 7 Weltwunder. Die Terrakotta-Armee ist das 8. Nach und nach einzeln angemalt, diese Figuren. Und wir bekommen, also unsere Archäologen können auch in anderen Gegenden umarbeiten. Die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. Das werden wir ändern. Wir können hier eine Joker-Politik setzen. Ich würde das jetzt erstmal machen mit dem Theaterplatzbezirk. Einmal testen. 47,4 liegen wir momentan. Handwerker werde ich jetzt aber auch gerade nicht bauen. Moment. Das sind plus 8. Jetzt bei 47, 59, sehr schön. Das waren jetzt auch alles durchaus längerfristige Geschichten. Zur Erkundung will ich hin. Da muss ich aber trotzdem jetzt hier oben so Kleinkram fertig machen. Oh, wir können Pantheon wählen. Nicht, dass der mir irgendwie was bringt. Wir nehmen hier die mündliche Überlieferung. Wir haben Seide, wir haben Bananen. Er wird aber am Ende ja eh überschrieben quasi. Wir machen erstmal das Amphitheater.
Einmal kurz Stadt starten. Da brauchen wir 7, wir haben 4. Das heißt, das könnten wir schaffen. Wann kommt denn der nächste? Plus 5 pro Runde. Bin ich ein bisschen unsicher, ob wir da lieber bei uns was boosten. Oder ob wir hier was machen. Guck mal kurz auf die Uhr, da passt alles noch. Wir gucken mal, was hier möglich wäre. Strategische haben wir gar nicht so viele. Der soll ja auch in die Hauptstadt eigentlich rüber. Die könnten wir dann auch dahin. Ja, einer ist auf jeden Fall unnötig, aber. Den könnten wir nach oben schicken und den dann vielleicht darüber. Naja. Aber ich glaube, wir ernennen sie und schicken sie hier nach Kandi. Und dürften dann da gleich den Bonus kriegen. Terrakotta-Armee hat 5 Punkte gekriegt. Und der Pantheon bringt auch nochmal einen. Und wir gucken uns weiter um. Eine Insel mit Wild. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch groß sich lohnt, weiter umzublicken. Wir gehen in die nächste Runde. Ach so. Haben wir da gar keinen. Da haben wir gar keine Info zugekriegt, ne? Ah, hier sind die Einheitenverbesserungen. Wir setzen das schon mal hier hin. Hier war jetzt ja, glaube ich, nichts so Interessantes Neues. Nee. Nächste Runde. Finde seinen Hut immer noch super. Ja, wir bauen nicht so viele Weltwunder, das stimmt. Ich stelle mir die ganze Welt als eine große Maschine vor. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen immer mit genau den Teilen, die sie brauchen. Wer sich in Konflikte einmischt, den hat schnell die Faust erwischt. Ein netter Reim. Gut, gucken wir mal. Dafür bräuchten wir ein Aquädukt. Überlege ich in der Tat aber auch zu bauen. Hier wären mehr Spezialbezirke. Ich finde trotzdem interessant zu wissen, wo wir Salpeter finden. Für Gilden brauchten wir 2 Märkte. Kriegen wir, glaube ich, auch nicht so schnell. Aber 6 Runden geht eigentlich auch. Wir schicken hier mal jemanden hin. Vielleicht sollten wir das Erkunden jetzt auch erstmal einstellen, bis wir sicher sind, dass wir hier nicht noch Naturwunder finden.
Nee. Nichts Neues. So, der kann hier eine Mine hinsetzen. Geht in die nächste Runde. Nee, ich gebe dir nichts ab. Du kannst, könntest mir gerne. Vor allem habe ich. Nee. Sorry. Können hier das Säge und Sägewerk hinsetzen. Ich hoffe, das bringt. Ich meine, das ist ja. Ich weiß nicht, ob das am Fluss liegend angesehen wird. Schon wieder eine große Persönlichkeit. Schon wieder einen großen General. Wieso auch immer. Nehmen hier schon ein, was bringt der, wenn man den. Da ist der Auflösungseffekt. Kann sein, dass man die nicht in einer. Ah, jetzt könnte ich ihn auflösen. Ach, das war das mit den Barbaren, die man unter Kontrolle bringen kann. Wir warten, bis wir einen weiteren Handelsweg. Wir warten, bis wir Kann ich den Satz jetzt mal zu Ende bringen? Bis wir den Suzerän-Status haben, um Relikte zu sammeln. Oh, hier haben wir. Ach ja, wir haben ja überall eine Beförderung verfügbar. Auch den können wir dann einmal befördern. Und auch hier warten wir dann. Gucken, wie lange das noch dauert. Also ich müsste doch eigentlich. Nee, eine Runde noch, okay. Weiteren Markt oder noch einen weiteren Händler. Ich würde gerne den Markt bauen. Ausruhen. Verschanzen. Ausruhen. Einmal kurz auf die Symbole geguckt. Dann haben wir hier zwei. Jetzt sind es drei. Ich dachte an Flüssen, aber ich weiß jetzt eben nicht, ob es an Flüssen zählt. Oh, wir haben die Geländefelder hier auch. Das bedeutet wieder was zu tun. Oh, die Katholiken kommen.
Vreemdelingen der Nederlanden. Het is mijn grote eer u eindelijk te ontmoeten. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen und wir freuen uns, in Amsterdam vorbeizugucken. Oh. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Also, Georgien haben wir kennengelernt. Wir sind allen Zivilisationen begegnet. Und wir haben einen... Ja, jetzt ist die Frage. Aber wir haben, glaube ich, kein Relikt dafür bekommen, sonst hätten wir das, oder? Nee, leider nicht. Normalerweise wäre das ja Teil des Ganzen gewesen. So. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier auch einen Campus hinsetzen. Plus 3. Achso, durch die Bezirke. Ich glaube, das können wir uns dann doch nicht entgehen lassen. Den Industriebezirk haben wir hier. Da werden wir auch den Bonus reinsetzen. Wir setzen hier den Campus hin. Das hier können wir löschen. Vielleicht brauchen wir das noch für die andere Stadt. Können wir hier alle löschen. In 3 Runden haben wir den Campus. Aber das ist dann doch zu verlockend. Wir gucken uns einmal kurz unsere neuen Freunde an. Schicken eine Delegation hin. Einmal kurz gucken, wir hätten Tee anzubieten. 3. Und ihr... Ah, wir bräuchten also einen Handelsweg zu ihnen, um uns mit ihnen gut zu stellen. Oh, immerhin, wir haben keinen Eklat vor. Und wir müssten hier Stadtmauern errichten. Und auch hier gucken wir einmal eben. Ja, auch die würden sich... über Tee freuen und das machen wir dann auch. Ich würde jetzt noch einmal zum Abschluss dieser Folge kurz gucken, ob wir hier nicht eine Allianz hinkriegen. Für 7 Gold inzwischen. Ich glaube, waren wir mal bei 8. Wir machen das trotzdem mal, das bringt uns Sicherheit und viel Zufriedenheit. Und dann würde ich gerne mal gucken, finden wir dafür eine Lösung? Weil wir kriegen ja für die Reliquien kriegen wir ja mehr. Wir kamen 51 die Runde, ich mache das, weil das bringt uns, glaube ich, auf Dauer viel mehr eine Reliquie zu besitzen. Zwei Märkte werden gebaut und der zweite ist in 8 Runden fertig. Und wir können hier aber schon mal in Richtung Söldner weiterarbeiten. Jetzt habe ich gesagt zum Abschluss der Folge und wir haben noch so viele Befehle hier. Gut, dann ziehen wir das natürlich noch durch. Wir gucken mal, ob es hier was Sinnvolles gibt. Wenn wir hier keinen, obwohl ich will einmal kurz hier gucken, könnten dem natürlich das Feld geben, dann kriegen wir plus einen können wir vielleicht sowieso machen. Wir tauschen einmal eben dieses Feld hier hin. Und wenn wir jetzt da einen Campus hinsetzen würden, wäre das immerhin plus 1. Nichts Großartiges. Hafen hätte da plus 2.
Ja, ist die Frage. Ich meine, sonst gibt es, glaube ich, nirgendwo einen vernünftigen Campus-Standort. Plus eins. Hier ist noch ein Regenwaldfeld, reicht ja nicht aus. Und du kommst, eins, zwei, drei. Ja, du kommst bis zur Eisenmine. Also eigentlich muss da ein Campus hin. Da gibt es kein Vertun und darum mache ich jetzt auch mal Folgendes und setze den hier einfach schon mal hin und schalte jetzt aber wieder auf den Händler um. So, da bleibt trotzdem dann die Frage, was machen wir mit ihm? Könnten hier noch einen weiteren Bauernhof hinsetzen. Weil die Stadt braucht Wachstum, die Stadt braucht Punkte. Und wir gehen in die nächste Runde, aber erst beim nächsten Mal. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, sagt euer Patje.